Guten Tag und willkommen zu Indubio, dem Podcast des gepflegten Zweifels an diesem Sonntag, dem 10. Mai. Es ist Muttertag und wir wollen über die vergangene Woche reflektieren, zu viert in froher Runde, kreuz und quer. Und auf dem heutigen Besetzungszettel stehen in der Rolle des Muttertiers Birgit Kelle, als Schriftstellerin vom Lande mit eigenem Garten Cora Stephan, als weitgereister intellektueller Anywhere der Schriftsteller Matthias Politiki und in der Rolle des Katalysators, Moderators und Alligators Burkhard Müller-Ulrich. Liebe Freunde, ich spreche im generischen Maskulinum und meine die Frauen ausdrücklich mit, gerade am Muttertag natürlich. Das Corona-Ding hat wieder eine Lebenswoche geprägt, verhunzt, verschattet oder was auch immer. Und ich will mal gleich auf eine geschlechtspolitische Dimension zu sprechen kommen, weil ja jetzt die Schulen wieder aufmachen sollen, aber keiner weiß wie. In vielen Familien sind irgendwie die 50er Jahre wieder eingezogen. Papa macht Homeoffice oder schleicht sich stundenweise ins echte Büro, während Mama kocht und putzt und die Kinder unterrichtet. Birgit Kelle, ist das jetzt Rückschritt oder Fortschritt? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Realität so ist, sondern das ist eigentlich eher das Gespenst, das gerade medial an die Wand geworfen wird. Und ich glaube, dass wir in den Haushalten durchaus inzwischen schon weiter sind. Ich kenne auch eine ganze Menge Väter, die sich genauso um ihre Kinder zu Hause kümmern oder wo das irgendwie, man arrangiert sich so, dass jeder irgendwie seine Job-Telefonkonferenzen machen kann und so weiter. Also zum einen glaube ich, es ist schlicht eher auch ein Teil natürlich Hirngespinst, was an die Wand gemalt wird. Gleichzeitig frage ich mich, was eigentlich so schlimm daran ist. Und die 50er Jahre waren nochmal ganz andere Zeiten. Also es ist so, ja, dieser Backlash, der jetzt herbeigeredet wird oder auch diese ganz schreckliche Retraditionalisierung, wie sie Jutta Almendinger ganz verschreckt letzte Woche bei Anne Will in den Raum warf. Ich sehe die erstens mal überhaupt nicht und zweitens, wenn sie denn da wäre, dann frage ich mich, wo ist das Problem, wenn Familien plötzlich zeigen, dass sie alleine ganz gut klarkommen. Ich glaube, es ist eher ein erhellender Moment für viele Familien, einerseits zu sehen, was sie alles gut können und zweitens, dass man sich nie sicher sein sollte, dass Vater Staat einen versorgt und dass die Supernanny immer bereitsteht von staatlicher Seite und dass man immer gewappnet sein sollte, auch alleine klarzukommen. Cora, Matthias, ihr sprecht ja jetzt nicht gerade aus der Leben-mit-Kinder-Perspektive, aber trotzdem ist es ja interessant, mal drüber nachzudenken. Hat dieses ganze Corona-Ding irgendwie was im Mann-Frau-Verhältnis verändert? Ich gebe zu, ich variiere schon wieder mein Lieblingsthema. Es ist das alte Normal, was man sozusagen wiedererkennt unter all diesen schönen Kostümierungen, an denen wir ja zum Teil auch Freude haben, zum Teil allerdings auch nicht. Und ich finde, die Ehe und Familie als kleine subversive Aktion gegen den Nanny-Staat, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber was mich wundert, und ich finde, Birgit, da hast du sehr vorsichtig und freundlich argumentiert, ist tatsächlich dieser Aufschrei eben auch von Jutta Almendinger, um Himmels Willen, die Frauen tun jetzt etwas, was sie nicht tun dürfen. Ich habe seit Jahrzehnten das Gefühl, dass nicht Männer bestimmen, was Frauen sollen und dürfen, sondern Frauen wollen darüber entscheiden, wie Frau zu leben hat. Und das Seltsame ist ja, seit Frau die Freiheit hat, sich auszusuchen, wie sie es gerne hätte, strebt sie eben nicht in Parteiämter oder in Managementpositionen und sie verdient auch deshalb weniger als Männer, weil sie bestimmte Dinge einfach nicht tut. Sie schätzt Teilzeit, weil sie mit ihren Kindern zusammen sein will und so weiter und so fort. Das ist die Realität. Das jetzt als Rückschritt zu behaupten, das empfinde ich schon als eine verdammte Anmaßung. Es ist vielleicht, ich bin übrigens keine Mutter, also ich spreche völlig nicht für mich, kein bisschen. Ich würde auch noch, also jetzt gerade auch dieses Gespenst, das Frau Almendinger da gerade auch an die Wand malte, wir würden um 30 Jahre zurückfallen. Ja. Oh. Und da habe ich kurz überlegt, oh, das waren die 90er. Das war ja eine geile Zeit. Und da dachte ich, okay, wenn ich nochmal in den 90er sein könnte, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich habe überlegt, was war in den 90ern eigentlich frauenpolitisch so schrecklich, dass man das jetzt als Gespenst an die Wand wirft. Irgendwie, wir würden 30 Jahre zurückfallen. Aber ich finde auch diesen Gedanken, Cora, den du entwickelt hast, dass man sagt, fallen wir eigentlich, also verändert sich was oder verändern wir uns nicht gerade wieder in Richtung normal? Weil man kann ja diesen angeblichen Rückschritt eben als etwas sehen, das auch
einfach einen Normalzustand wiederherstellt, nämlich dann, wenn der Druck vom Staat wegfällt. Es wird ja immer so getan, als sei die Entwicklung, die Frauen gemacht haben, dass sie jetzt zunehmend berufstätig sind, dass sie sich nicht mehr um ihre Kinder selber kümmern können, weil sie gezwungen sind, als Paar doppelt zu arbeiten, um den gleichen Lebensstandard wie vor 60 Jahren zu halten, dass das eine freiwillige und emanzipatorische Bewegung gewesen sei. Möglicherweise war das ja auch nur einfach ein Zwang, in den uns die Politik gelenkt hat mit ihrer Familienpolitik, die ja genau darauf abzielt, uns in dieses Leben zu drängen. Das heißt, in meinen Augen ist das, was gerade passiert, ist nämlich, dass der Druck abfällt, und zwar der immer vom Staat kommt, auf die Frauen, ihr sollt gefälligst so und so leben. Und möglicherweise eben ist tatsächlich ein Pendel gerade um, schlägt gerade um, aber es schlägt nicht in einen Wahnsinn, sondern es schlägt in einen völlig natürlichen Zustand, nämlich dass Familie sich erst einmal um sich selbst kümmert und das völlig unabhängig von einem Staat. Genau, die Abhängigkeit des Staates ist ja so gewünscht und die Ehe ist ein Modell, was ja angeblich am Aussterben ist. Dabei ist das eine ganz untere Form der Solidarität, wenn man so will. Ich meine, warum wollen denn auch Homosexuelle die Ehe für alle? Ja, weil das eine Form ursprünglicher Solidarität ist. Matthias Politiki, ja. wir haben gerade gehört, die 90er waren eine geile Zeit. Das fand ich eine sehr schöne Formulierung von David Kelle. Aber wir müssen ja nicht jetzt bei der Familienperspektive. Sie waren auf jeden Fall eine freiere Zeit, glaube ich. Also ja. Ich kann mich an kaum ein Jahrzehnt erinnern, das so frei war, geprägt von Hoffnung, von Aufbruch der Wiedervereinigung. Die Musik war endlich wieder gut übrigens nach den schrecklichen 80er Jahren. Da sind Bands, da war ein ganz anderes Lebensgefühl plötzlich wieder zu spüren und tragen auch. Und das hat sich dann eigentlich ab 2001 spürbar verengt, unser Horizont. Und ich sehe auch gerade übrigens, ich habe jetzt zugehört und gerne zugehört, weil das war alles für mich neu. Ich habe nämlich irgendwann mal beschlossen, dann Mitte der Nullerjahre, dass ich so oft wie möglich einfach abhaue aus diesen Debatten. In anderen Weltgegenden wurden sie so nicht geführt und vielleicht wurde ich sogar teilweise verlacht, wenn ich von dem, was ich immerhin mitbekam, hier erzählt habe. Man hat sich mokiert über uns, was wir alles, also ich erinnere mich noch, über uns Deutsche. Aufgeklärte westliche Vertreter eines neuen Nachdenkens über das Zusammenleben. Ich will das gar nicht bewerten, aber ich habe mir da schwer getan in den Debatten auf Kuba zum Beispiel. Also natürlich habe ich dort Szenen auch erlebt, die wünsche ich mir in keinem deutschen Haushalt, aber es ist eben doch eine sehr enge Blase, in der diese Themen auch so hochgehängt werden. Das muss man schon auch mal sagen. Und ich bin grandios desinformiert über all das, was jetzt gerade verhandelt wurde und genieße das auch. Beneidenswert. Ich genieße das auch, wobei wir haben ja damals schon, das erinnere ich mich, da gab es doch, war das nicht Ina Deta, Neue Männer braucht das Land, und da hat ein Kumpel von mir, wir waren damals Studenten, war blöd genug, uns allen, also nur den Kerlen, Buttons zu malen, auf dem Button stand Neuer Mann. Die haben wir dann eine Weile lang getragen, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Und dann haben wir sie wieder abgemacht. Und irgendwie fand ich das so eine ganz schöne symbolische kleine Tour in so eine andere Rolle, die einfach nur, mit der man kokettiert hat. Aber die man genau das, was du jetzt machst, auch eine bisschen kokette Tour in einer anderen Rolle. Und dieses aus der Zeit gefallen sein, das ist eigentlich eine schöne Perspektive. Ich denke auch gerade drüber nach. Und es war nicht nur eine geile Zeit, sondern ich möchte sie auch ein bisschen zurückhaben. Das war die Zeit, wo man wirklich über das Dosenpfand gestritten hat, weil das war wichtig. Und ja. Es war auch eine Zeit, wo sicher ein paar andere Leute für doof erklärten. Aber es war noch nicht die Zeit, an der wir oder ich sag mal ich extrem leiden im Augenblick, diese Zerrissenheit, dieses überhaupt nicht mehr aufeinander hören, aufeinander eingehen, aufeinander zugehen. Alles das war ja noch nicht. Und manchmal frage ich mich... Das Internet war noch nicht. Das Internet war noch nicht, stimmt. Und diese Zeitlosigkeit, durch die wir jetzt wegen, oder ich will nicht sagen Dank, aber wegen Corona rauschen,
die eröffnet ja vielleicht auch mal so eine überzeitliche, so eine geschichtliche Perspektive. Manchmal frage ich mich, wie werden wir in 30 Jahren, wenn wir dann noch leben, ja, wir sind ja schon fortgerückt, aber wie werden wir auf das zurückgucken? Was ich auch spannend finde, ist, man hört ja immer wieder dieses, ne, zurück in die Normalität. Also wir müssen jetzt wieder Schritte gehen, zurück in die Normalität. Und die Frage, die sich bei mir zum Beispiel gestellt hat, war, will ich überhaupt zurück in diese Normalität? Also ist das überhaupt etwas, was ich wieder als normal haben möchte? Also ist das überhaupt ein Ideal zu sagen, wir wollen den Zustand, der vorher herrschte, wiederherstellen? Und ich glaube, dass eben je länger diese Corona-Krise anhält, umso weniger Menschen eigentlich in den identischen Zustand, selbst wenn man das machen könnte, was man, glaube ich, nicht machen kann. Aber ich glaube, dass auch immer weniger Menschen dorthin zurück wollen, weil das, was jetzt gerade passiert, ist ja tatsächlich, dass sozusagen das Hamsterrad einmal kurz angehalten wird. Dass wir alle zwar gegen unseren Willen erst einmal, aber entschleunigt worden sind. Wir sind alle abgebremst worden. Ne? Wir müssen quasi zu Hause bleiben, wir können nicht ausgehen, wir müssen die sozialen Kontakte einstellen oder zumindest stark reduzieren. Das haben wir alles nicht freiwillig getan. Deswegen empfindet man das natürlich erstmal als ein Affront. Aber ich glaube, dass je länger das dauert, umso mehr Menschen auch realisieren wirklich, dass es auch eine andere Form von Leben gibt. Dass es auch möglich ist, seinen Alltag anders zu gestalten. Dass es möglich ist, mit der Familie anders umzugehen. Also so, ich will gar nicht pathetisch werden. Es gibt auch nicht so schöne Entwicklungen. Aber ich glaube, es ist wirklich auch eine Chance, im eigenen Leben einmal kurz anzuhalten und zu realisieren, das, was ich bislang für normal hielt, ist möglicherweise total irre und wir sollten auf gar keinen Fall dorthin zurück. Ich finde, dass das Hamsterrad schon in der letzten Woche beträchtlich wieder an Schwung gewonnen hat. Also von dem gelassenen Entsagen, in das man sich so eingeübt hat, sagen wir mal ab Corona-Woche 2 bis 3, sind wir, finde ich, jetzt schon wieder ein Stück rausgekommen. Ich merke das in meinem Umfeld, ich merke es am Verhalten der Menschen, auch in der Zugfahrt, in meiner ersten Zugfahrt seit, ja eben, wie lange eigentlich, plötzlich wird es voll, wird es eng, man wird fast schon wieder angepumpt. Also da ist schon etwas ganz anders, als es noch vor einer Woche war. Und ich habe zufällig heute mit meiner Frau auch mal zusammengesessen und gesagt, Mensch, das klingt jetzt auch wieder kokett, aber ich meine es eigentlich ganz naiv, es war irgendwie ja gar nicht für uns so eine schlechte Zeit. Ich habe mich am Anfang furchtbar gequält mit dieser Ausbremsung. Ich wollte mit einem neuen Roman auf Tour gehen. Ich war eine komplette Lesereise absolut plötzlich auf Null. Ich habe natürlich erstmal gehadert, aber irgendwann mal habe ich mich eingelebt in diesen neuen Modus, dran gewöhnt und wir haben tatsächlich Sachen gemacht, die man vor lauter Events auch im eigenen Leben sonst so gar nicht gemacht hätte. Und nun plötzlich merken wir beide gleichzeitig, dass es beruflich, privat und sei es nur durch noch weitere Varianten, wie man Verbote umgehen kann, plötzlich wieder anspringt. Das ist ja auch so heiß, dass kaum sind Ausgangsbeschränkungen da, sind alle Leute in unserem Bekanntenkreis jedenfalls findigst mit, ja, wir machen es jetzt so und so und kaum sind jetzt die ersten Lockerungen der nächsten Stufe da, bin ich heute durch München durchgelaufen. Was sich da zum Teil klumpt an Menschenmassen, das ist enorm. Also die Frage des Umgangs mit dem ganzen Virus hat sich, finde ich, dramatisch schon entsolidarisiert und beschleunigt. Ich weiß gar nicht, ob jede Solidarität... Nee, ja, und das mit der Solidarität, ich kann das auch nicht mehr hören. Es sei Solidarität, dieses oder jenes zu tun. Das ist diese übliche Moralpampe, die über einen ausgegossen wird. Ich finde es immer noch ein Affront. Bei mir sind auch Lesungen weggefallen. Das ist das zweite Honorar des Schriftstellers. Ich finde das schon bitterlich, aber darüber hadere ich eigentlich gar nicht am meisten, sondern über die Zumutung, dass eine Regierung ohne wirklich verlässliches Datenmaterial hier nicht nur die Wirtschaft, sondern die Gesellschaft an die Wand fährt. Ja, ich finde das unfassbar nach wie vor. Aber wollte die Gesellschaft das nicht eben auch in Teilen haben, in großen Teilen? Schau die Zustimmungswerte an, schau die Menschen an, schau, wie sie reagieren. Also wir können es am Thema Maske, glaube ich, ganz genau demonstrieren. Ich kenne diese Varianten des Verbotsumgehungsversuches auch sehr gut. Also ich setze mich in die Bahn ohne Maske ganz hinten, wo wirklich niemand ist. Es sind 10 Meter bis zum nächsten Passagier. Aber tatsächlich kommen Kontrolleure, ich rede von Köln,
Und die wollen aber nicht meine Fahrkarte sehen, sondern die bieten mir, was ich nett fand, eine Maske an und sagen, ich sehe, Sie haben keine, nehmen Sie zwei und ziehen Sie sie bitte gleich an. Und dieses und ziehen Sie sie bitte gleich an, in einem begütigenden Ton gesprochen, war zwar einerseits nett und andererseits ist es genau das, was ich hasse, dass mir die Behörden irgendwie ins Gesicht greifen. Vielleicht überempfindlich. Nein, ich bin sehr dankbar, dass du das sagst. Ich hatte ehrlich gesagt eine viel üblere Schaffnerbegegnung und ich habe fast Streit angefangen, weil ich sitze also in meinem Abteil und habe im Umkreis von 10 Metern niemanden sitzen und habe meine Maske, die ich dabei habe, vorschriftsmäßig, aber gerade runtergezogen, weil ich mir erlaube, in mein Brötchen zu beißen. Kommt der Schaffner vorbei und sagt, ich müsse jetzt bitte vorschriftsmäßig meine Maske tragen. Ich so, ja, ist gut. Gebe ihm meine Fahrkarte, er geht weg, er kommt anschließend, kommt er aber nach 5 Minuten wieder. Nun just gerade wieder in einem Moment, wo ich gerade in ein Brötchen beiße und dann musste ich mir eine Standpauke anhalten, dass ich jetzt bereits die zweite Ermahnung erhalten würde und dass er mich bei einer Wiederholungstat aus der Bahn rauswerfen würde. Aber wo fahren Sie denn Bahn? Habe es ganz anders erlebt. Das ist doch gar nicht verboten. Und das fand ich dann eben auch, also mir gehen auch ehrlich gesagt nicht diejenigen auf den Geist, die findigst versuchen, auch mal was zu umgehen oder Lösungen zu finden, sondern ich bin eher frustriert und auch nahezu fast schockiert über die Lemminge, die bereit sind, wirklich alles zu tun, was man ihnen anordnet, weil die müssen ja irgendwie Recht haben, wo man dann quasi fast zum Mörder wird, wenn man ohne Maske irgendwo aufkreuzt. Oder sie also nicht sofort vorschriftsmäßig über Mund und Nase zieht. Also diese Bereitschaft, untertänigst alles zu erledigen, was man uns auferlegt, die irritiert mich und die macht mir eher Sorge. Ich hasse es ja eigentlich, wenn den Deutschen immer der Untertanengeist unterstellt wird. Das Problem ist nur, langsam sehe ich das ähnlich wie du, Birgit. Ja? Also was für eine Folgsamkeit plötzlich und was für ein Denunziantentum. Also nun gut, politisch erleben wir das ja schon seit längerem, dass hier denunziert wird, dass es nur so kracht. Aber dass das sich jetzt so im Alltag auch ausbreitet, das bestürzt mich sehr, muss ich sagen. Aber Entschuldigung, ich bin vorgestern Zug gefahren und weil ich nicht wusste, ob hier Maskenpflicht ist, im Nahverkehr ja, aber im Zug. Und dann habe ich den Schaffner gefragt und der war super gut drauf. Er hat gesagt, ich trage eine. Hier ist keine Pflicht. Sie können machen, was Sie wollen. Ich empfehle es Ihnen nur. Die gibt's doch auch. Ja, also, natürlich gibt's die auch. Im Moment hat die Bahn keine Maskenpflicht. Das kann man noch nicht, aber eben. Sie haben es angekündigt. Also das Lustige ist ja in dem Maße, wie wir sprechen ja von Lockerungen heute, erste Lockerungen, in dem Maße, wie sich manches lockert, wird dieser Bereich verschärft. Und das finde ich übrigens sehr interessant. Was ist das eigentlich für eine Ästhetik? Ich meine, diese komischen Tücher vor dem Mund. Man hätte ja auch sich vorstellen können, dass irgendjemand festsetzt, wir müssen Pappnasen tragen. Es ist ja einfach was Komisches. Es ist ästhetisch komisch. Und wisst ihr was? Es ist ja auch ästhetisch komisch gewesen, dass Menschen irgendwann in den 30er Jahren anfingen, wenn sie in ein Geschäft gehen, um ein Stück Wurst zu kaufen, den rechten Arm nach vorne zu strecken. Und das ist ja eine absurde Geste. Das haben sie aber nicht gemacht im Metzgergeschäft. Komm bitte. Wohl. Ja? Ach du meine Güte. Gut, Cora, wir waren beide nicht dabei. Aber weil wir nicht dabei waren, ich habe lange drüber nachgedacht, wie es möglich ist, dass ein ganzes Volk von doch relativ kultivierten, zivilisierten Menschen diese Chaplineske Geste einfach übernimmt. Das muss ja vielen am Anfang auch blöd vorgekommen sein, weil es einfach blöd ist. Und so blöd, wie diese Masken sind. Und jetzt gucke ich um mich und stelle einfach fest, sie machen es. Und jetzt habe ich was kapiert über eine Geschichte, die 80 Jahre zurückliegt. Ja, ich auch. Ich finde das gefährlich, das miteinander zu vergleichen. Das geht wirklich zu weit. Aus meiner Zeit in Japan oder China, das ist einfach ganz normal. Manche Kulturen sind da vorsichtiger und andere nicht. Man gewöhnt sich dran und es gibt doch gute Gründe, es zu tun. Vor allen Dingen, es schadet ja nicht. Und das hat doch, glaube ich, auch Drosten mal gesagt. Egal, was wir jetzt von ihm halten, er hat gesagt, wir wissen es nicht. Aber ich habe das Gefühl, mir nützt die Maske was.
Das ist doch Grund genug. Also da muss man doch gar nicht das so weltanschaulich überfordern, die Maske. Ich finde sie blöd und ich tue mir übrigens schwer, wenn ich in den vierten Stock hochgehe, komme ich außer Puste unter der Maske. Dann schadet sie ganz schön viel. Ja, die schadet, also kommt nicht genug Luft durch, eigentlich passt zum Thema Corona. Aber trotzdem, ehrlich, dann oute ich mich, also ich finde ehrlich zur Zeit das schon angemessen, dass man sich auf Verdacht hin damit schmückt. Ich finde, man sieht unmöglich aus. Ja, und vor allen Dingen das, was so Spaß macht, auch draußen eben Leute angucken, wie lächeln sie oder nicht und so weiter. Also ein wesentlicher Teil unseres nonverbalen Zusammenlebens fällt weg. Und eben, das ist ja auch der Kitt im Alltag, dass man Reaktionen noch und noch auf dem Weg, sagen wir mal, zur U-Bahn oder zum Arbeitsplatz draußen sammelt. Draußen muss man die Maske nicht tragen. Das finde ich jetzt machen halt. Das also machen ich, so viele. Ich wollte dir gerade zustimmen und sagen, ja komm, lass uns das mal ein bisschen tiefer hängen. Ja. Aber das Verrückte ist natürlich wirklich, dass beim Fahrradfahren eine Maske getragen wird, ist völlig absurd. Draußen muss man keine tragen. Ich sehe solche Menschen hier bei uns. Ich sehe solche Menschen. Und das ist eben genau das, was mich auch ein bisschen irritiert, diese Oberkorrektheit. Ich gehöre ja auch zu niemandem, die sagen, ich trete in den offenen Widerstand. Und wenn es denn sein muss, okay, ich trage das ja im Supermarkt irgendwie, wo wir dann alle durchlaufen. Aber ich verstehe die Menschen tatsächlich nicht, die auf offener Straße quasi sich selber den Atem nehmen, auch wenn sie alleine durch die Gegend fahren. Ich sehe hier Menschen auf dem Feldweg. Man sieht tatsächlich Menschen, die im Auto fahren. Und während sie alleine in ihrem Auto sitzen, mit Mundschutz nach wie vor weiterfahren, wo ich immer denke so, wer sagt's ihnen? Wer sagt's ihnen? Ja. Ich sah sogar Mütter, die ihre kleinen Kinder neben sich mit Mundschutz durch den Ort spazierten. Also eine Mutter im Kinderwagen, das Baby, das durfte frei atmen, aber die vielleicht 5-jährige Tochter und die Mutter spazierten gemächlich und beide trugen Mundschutz, auch das Kind. Und da habe ich war kurz davor, einfach hinzugehen und zu sagen, lassen Sie doch bitte Ihr Kind einfach mal ein bisschen rumrennen und frei atmen. Ja, aber das ist so, das ist das, wo ich sage, und das ist aber, glaube ich, auch die Irritation und auch ein Stück weit natürlich das Ergebnis dessen, dass wir im Moment eigentlich keiner sagen kann, auch die Regierung nicht, dass es, was denn nun wirklich sein muss. Und jetzt, wo wir gerade von Kindern wieder gesprochen haben, müssen wir nochmal zurückkehren, denn im Grunde sind wir mit dem Schulthema ja noch nicht ganz fertig. Im Übrigen frage ich mich auch manchmal, wenn man das sieht, wie also Dreijährige, die plärren, weil sie vor der Maske Angst haben, gezwungen werden, jetzt dieses Zeug da zu tragen, ob diese Kinder nicht vielleicht doch besser in der Kita oder in der Schule aufgehoben wären. Also dies trotz aller Familien und sonstigen Politik, die ich ja sonst teile mit dir, Birgit, zumal. Aber es gibt natürlich auch Leute, die eben diesen Übererfüllungsgeist haben, wo man manchmal das Gefühl hat, es wäre vielleicht für die Kinder schöner, wenn sie ein bisschen gerettet werden könnten von denen. Okay, aber zur Schule. Jetzt soll das ja wieder losgehen. Und eines haben wir ja gelernt in diesem Homeschooling, so mühsam es war. Ich meine, es ist eine bewegende Demonstration gewesen von all den Defekten, die unser bestehendes Schulsystem so mit sich bringt. Und ich frage mich wirklich, wer jetzt sagt, wir desinfizieren die Schulen, war eigentlich jemand von denen mal auf einer Schultoilette zum Beispiel? Offenbar nicht. Ja. Ich meine, das sind ja ganz andere Verhältnisse. Die Putzfrequenzen wurden in den letzten Jahren herabgesenkt, bis auf, ich glaube, einmal wöchentlich und manchmal auch nur alle 2 Wochen. Das ist durchaus, leben viele Eltern an vielen Schulen. Insofern war es was von Anfang an die Frage. Also ich weiß noch, als das mit Corona losging und die Schulen noch offen waren und ich meine Kinder gefragt habe, irgendwann mein Sohn, der Abiturient ist in Nordrhein-Westfalen, der berichtete, ja, sie hätten heute eine Einweisung bekommen und sie sollen immer Hände waschen und mit Seife und dies und jenes und so. Und dann lachte er selber, weil er sagt, wir hatten noch nie Seife bei uns auf der Schultoilette und Handtücher auch nicht. Ja, so nach dem Motto, heute haben wir den Vortrag bekommen, wie oft wir uns jetzt hier in der Schule die Hände waschen sollen mit Seife und gleichzeitig existiert die Seife nicht einmal und hat auch noch nie existiert hier in der Schule. Ja, also das sind tatsächlich die Paradoxien. Was mich ein bisschen ärgert an an der Nachrangigkeit auch der Kita und der Schulsache, ist, dass ich immer denke so, wie stellt ihr euch eigentlich vor, dass Menschen wieder in den Job zurückkehren, wenn ihr nicht gleichzeitig auch ihre Kinder in die Kita
wieder und in die Schulen zurückkehren lasst. Weil wir können ja nicht sagen, irgendwie der Normalbetrieb in den Unternehmen soll jetzt langsam wieder hochgehen. Gleichzeitig haben wir aber noch keine Lösung, wohin mit dem dreijährigen Kind. Das geht doch nicht. Man kann doch eigentlich sowohl die Wirtschaft auch nur dann wieder auch schrittweise hochfahren, wenn man im gleichen Tempo auch die Kinderbetreuung hochfährt. Weil sonst lädt man das nämlich alles wieder auf den Schultern der Eltern ab. Wie sollen die das denn bitte schön machen? Es ist einfach an alles zu denken im Moment, weil alles vielleicht auch vernachlässigt wurde, bis auf das, was uns tatsächlich noch im engsten Sinne interessiert hat. Und das fängt dann halt beim einen Themenbereich bei der Seife an und beim anderen an der Vorratshaltung und beim dritten an der Zuliefererkette. Das steht ja alles plötzlich nackt da. Also eigentlich haben sich die letzten Jahrzehnte offenbart durch einen Mangel, der weit über ein Stück Seife hinausgeht. Mhm. Aber mir fällt ein bisschen auf, dass wir so unsere Lust immer daraus gewinnen, dagegen zu sein oder uns über was zu echauffieren. Ich halte das für ganz bezeichnend für diese Krise. Die hat ein lebhaftes Dagegensein irgendwie mobilisiert. Egal gegen was. Zum Beispiel, natürlich waren die Medien von Anfang an gegen diesen Lockdown und haben alles unternommen, um vorzurechnen und was da und Druck aufzubauen. Und kaum waren die Ausgangsbeschränkungen dann reduziert. Gegenteil, dann wieder da dagegen. Jetzt fängt schon wieder an, die sind schon wieder über 1000 infiziert pro Tag und so weiter. Also Hauptsache dagegen, und ich halte das für so eine, das ist der neue Konsens. Die neue Konsensgesellschaft besteht daraus, dagegen zu sein. Das ist knapp schön vor neues Spießertum ein bisschen, also ich, finde ich. Es ist doch auch, es wäre viel aufregender, also ehrlich mal, als Herausforderung auch an uns, dafür zu sein. Also fast undenkbar für Intellektuelle. Ich empfinde das auch Medien, völlig anders. Die Medien waren doch voll auf der Seite der Regierung. Und ich höre im Radio eben jeden Tag, dass ich jetzt mich solidarisieren muss und das alles richtig über die Hände waschen und was weiß ich auch immer. Also nur wenige Medien haben gegen den Stachel gelöckt. Das sind die nicht öffentlich-rechtlichen. Das sind die sozusagen die Nebenschauplätze, wie zum Beispiel die Achse. Aber ansonsten, ja, die Welt hat auch ein bisschen wieder den Stachel gelöckt, aber ansonsten sind wir noch alle dafür, ja? Na, mir fallen schon noch ein paar andere da ein, die auch so gelöckt haben. Wahrscheinlich typischerweise, wie der Fall kommt ja immer in den Debatten seit einigen Jahren, wir haben völlig unterschiedliche Medien, die wir einfach konsultieren und deswegen eine andere Ausgangsbasis in der Beurteilung der Sachlage. Das ist eine Tragik, finde ich, für unsere Gesamtgesellschaft, dass wir keine verlässliche, also früher, es mag alles von mir aus auch sehr problematisch gewesen sein, aber wer die Tagesschau angeschaut hat, vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, der dachte, und ich auch, das war's, das ist passiert und darauf wird jetzt weiter aufgebaut oder dagegen demonstriert. Jedenfalls darüber kann man sprechen. Das hat jeder wahrgenommen und klar, es war viel zu wenig im Verhältnis zu jetzt, aber wir sind ja jetzt schon in unserer Runde an einem Punkt, wo wir auch wieder sagen müssen, nee, ich habe jetzt aus anderen Quellen, ich habe einen ganz anderen Eindruck, wie wir mit der Krise umgegangen sind bislang. Da du gerade das griechische Wort Tragik in den Mund genommen hast, Matthias, ist mir aufgefallen, dass du soeben ein klassisches Paradoxon produziert hast. Auch denn, das noch. Ja. da musst du durch. Da musst du jetzt durch. Ich sag's dir. Gegen das Dagegensein ist auch ein Dagegensein, nicht wahr? Mhm. Ich halte trotzdem an dem Paradoxon fest. Ich finde, darüber möchte ich noch mal mehr hören. Dagegen sein ist irgendwie, das ist der neue Konsens. Nein, okay, das glaube ich hab's gesagt. Überhaupt nicht. Nein, da würde ich das ist ganz anders. Ja, es ist Misstrauen. Ich würde sagen, es ist mangelndes Vertrauen, es ist schieres Misstrauen, zu dem man ja leider heute Anlass hat. Also der Dümmste hat Anlass, misstrauisch zu werden, wenn er von ein und derselben Regierungsinstitution, zum Beispiel Robert-Koch-Institut, innerhalb von 6 Wochen dauernd verschiedene Anweisungen, gegensätzliche, widersprüchliche Anweisungen erhält. Natürlich hat man auch Misstrauen gegenüber einer Regierung, die ihre eigenen gesetzlichen Vorgaben, sei es bei der Euro-Rettung, sei es beim Schengen-Abkommen, sei es bei was auch immer, permanent bricht. Und natürlich ist das der Nährboden dieser, ja, sagen wir mal, Vertrauenskrise. Das ist das, glaube ich, was sich dann als Dagegensein
ausformt und ein bisschen ja auch, gebe ich zu, die Basis dieses Zweifelradios namens Indubio sein soll. Ja, ich auf Facebook zum Beispiel erlebe ich was ganz anderes. Also Freunde, die eigentlich immer einig waren in ihrer kritischen Haltung, also im Dagegensein, Matthias sozusagen, spalten sich plötzlich in Leute, die sagen, da ist doch eigentlich ruhig und besonnen wie die Regierung und überhaupt und sowieso. Und die anderen werden jetzt schon fast zu Corona-Leugnern erklärt. Also ich sehe das gar nicht so, dass sie alle dagegen sind. Also es gibt neuerdings bei erstaunlichen Menschen den Wunsch, dieser Regierung nochmal so richtig das Vertrauen auszusprechen. Ich gehöre zu denjenigen, die das schon lange nicht mehr haben. Ja, Burkhard, du hast ja eben aufgezählt, aus welchen Gründen man hier misstrauisch sein darf und auch misstrauisch sein muss. Denn wenn man sich die ganze Diskussion mal anschaut, wenn man sich kundig macht über das, was Mediziner sagen, Mathematiker und so weiter und so fort, dann gibt es noch mehr Grund für Misstrauen. Und wenn es sogar innerhalb der Regierung Stimmen gibt, die unterdrückt werden, weil sie sagen, wir haben hier einen großen Schaden angerichtet aufgrund von mangelnder Information, dann fühle ich mich in meinem Misstrauen bestätigt. Ganz heiße Sache, die jetzt wirklich explodiert, nicht wahr? Durch ein Papier, das offensichtlich geleakt wurde, wo Regierungsmitarbeiter gesagt haben, durch vermeintliche Schutzmaßnahmen entstehen im Moment jeden Tag weitere Schäden, materielle und gesundheitliche, bis hin zu einer großen Zahl von vermeidbaren Todesfällen. Und weiter sagt der logischerweise anonyme Autor dieses geleakten Schreibens, dass er befürchtet, dass es einen Eindruck gibt, der sich in der Bevölkerung verbreitet, dass das bestimmende Schutzziel des nationalen Krisenmanagements nicht mehr die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung ist, sondern die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Regierungsparteien und Regierungsmitgliedern. Wow, das ist schon starker Tobak, ne? Ja. Das ist, erinnert mich ein bisschen, ich glaube letzte Woche war das, ein Kommentar von Julian Reichelt in der Bild, der in diese Richtung, in diese Kerbe ja auch schon schlug, dass er die Vermutung aufmachte, dass vieles von dem, was jetzt noch passiert, möglicherweise nur passiert, um nicht sagen zu müssen, wir hatten uns geirrt und viele dieser Maßnahmen waren überflüssig. Das heißt, das Aufrechterhalten dieses Mantras, wir haben keinen Fehler gemacht und das war alles definitiv notwendig, ist ja sozusagen auch für eine Regierung in dem Sinne überlebenswichtig, weil wie will man denn denjenigen, die gerade ihre Existenz vielleicht verloren haben, erklären, dass die Maßnahmen, die man ihnen aufgezwungen hat und die sie jetzt alles gekostet haben, völlig überflüssig gewesen ist. Das könnte ja auch eine Klagewelle zum Beispiel auslösen, Schadenersatzklagen. Also auch juristisch sehe ich da durchaus, ich bin sicher, dass man sich über solche Dinge bereits Gedanken macht. Wenn die weil Aufarbeitung natürlich jemand, der die losgeht, ja, dann werden wir unser Land nicht wiedererkennen. Das glaube ich. Ja, genau. Es macht mich eher traurig. Ich muss gestehen, ich meine, ich ahne ja schon lange, dass hier irgendwas nicht stimmt, wenn man sich relativ ausführlich mit diesem Thema beschäftigt, was ihr ja nun auch die ganze Zeit hier tut. Aber das hat mich heute wirklich schockiert. Wenn dieser Prozess einsetzt, also ich weiß nicht, ob ich da nicht denn doch lieber auswandere, ja. Das ist furchtbar. Ich hoffe, dass es gar nicht dazu kommt, weil es ist. Ist die denn verifiziert? Also reden wir über Fakten? Ja, wir reden über Fakten. Weil ich weiß tatsächlich, also da schließe ich mich jetzt gerne wieder an und bin tatsächlich auch habituell skeptisch. Ich weiß überhaupt manchmal in gewissen Phasen gar nichts mehr, was ich glauben oder nicht glauben kann, darf, soll, muss. Ich habe mir angewöhnt, ich glaube immer, so wie auf Reisen auch, man kann ja dort, eigentlich den Einheimischen kann man erstmal, wenn die einem Weg sagen, nicht glauben, aber den Touristen auch nicht, sondern man muss an anderen reisen. Ja, die Touristen haben keine Ahnung, wo was ist, und die Einheimischen haben eigene Zwecke, die sie, der Onkel hat da hinten nämlich dann den Café und so weiter. Also man muss Reisende, die wirklich, ich war da hinten, da kommt links der Drache und rechts sind dann die Räuber und dann durch den Wald durch und da ist dann das Schloss. Diese Art von Information, die glaube ich sofort. Und da finde ich schon auch irre an mir selbst, wie schlicht ich geworden bin,
ja, dass ich dann sage, danke und es genauso erhalte, während ich hochkomplexe Kommunikationsströme von vornherein leider, ich muss sagen, wirklich mit großem Bedauern, immer nur mit so einem Misstrauen, aha, aus welcher Ecke kommt denn das jetzt oder was soll damit bezweckt werden mit der Meldung, das tut mir echt weh eigentlich, denn das ist ja auch die Basis unseres Gesprächs, auf die wir zurückgreifen müssen. Wir waren vorhin nur bei einer Nebensache, aber da waren wir auch schon an so einem Punkt, wo wir eben sagen, scheiße, wir kommen nicht voran, weil wir eben nicht die verlässliche gemeinsame Basis haben, die im Wirtshaus, wenn man sich gegenüber sitzt und die Sache austarockt, so ungefähr der eine lässt die Hosen runter und der andere schaut hin und der dritte schreibt auf, dann ist die Sache klar. Und dies, so kommt es mir auch leider bei Corona immer wieder vor, wenn wir in 5 Tagen wieder drüber reden würden. Wer weiß, was dafür schon wieder ein Gegenpapier. Sehr ständig wird man ja auch in Atem gehalten. Am Anfang stündlich, jetzt vielleicht täglich. Aber ich kann als ehrlichste Antwort nur sagen, ja, ich bin auch schockiert, aber letztlich, ich weiß nicht, wie weit ich überhaupt schockiert sein muss. Oder ich finde das so schön, wie du das gesagt hast. Und die große Frage ist, woran erkennst du den wohlgesinnten Reisenden, auf den du dich dann verlässt, letztlich. Ne? Das sind, glaube ich, ganz simple zwischenmenschliche Dinge. Also wenn ich wirklich vom Reisenden rede, die erkennst du an der Art, die sind down to earth, wie die drüber reden. Das ist sehr schwer jetzt hoch zu beamen in das, was du willst, wie man jetzt im Intellektuellen den Reisenden erkennt. Erstens schon mal ein Vokabular, was durch keinerlei Zeitgeistverunreinigung irgendwie versucht, Sachen zu kaschieren oder, sondern die sind sehr geradeaus Reisende. Mhm. Auch die Reisende des Gedankens, die Reisenden eben der kritischen Begleitung einer Gesellschaft, die reden in der Regel keinen krawalligen, gar nicht, aber einen vernünftigen Klartext, den ich eigentlich sofort auch verstehe und beantworten kann. Das ist schon mal ein erstes Erkennungszeichen, aber ich will mich jetzt nicht heiß reden. Da müsste ich ernsthaft sammeln. Ich glaube, es ist auch viel Gespür dabei, wie man Menschen einschätzt, wie reden die, wie schauen die aus dabei, was haben die für einen Lebensweg eigentlich im Buckel und machen sie auch mal einen Witz über ihre Ernsthaftigkeiten und. Also ich glaube, wir würden noch ein paar Punkte finden und alles ist jetzt ganz frisch für mich auch. Ich glaube, ich habe es mir gerade beim Reden ist mir das so rausgerutscht. Ich bin ein bisschen überfordert von meinem eigenen Gedanken. Nein, der ist wunderbar. Also übrigens, Matthias, die Fähigkeit zur Selbstironie. Also wenn ich das bei jemandem entdecke, dann vertraue ich ihm oder ihr. Ganz klar. Aber was wir im Moment natürlich erleben, ist wirklich sowas wie eine Erosion dieses gesellschaftlichen Kapitals. Das Vertrauen heißt. Und das erschreckt mich mehr und mehr. Das ist ja, es geht ja auch in andere Bereiche über, wo du sozusagen nicht mehr diskutieren kannst, weil du einfach keine gemeinsame Basis mehr findest. Das ist ja das, was normal wäre. Also das Gewohnheitsmäßige. Also wir verlassen uns auf die Vertragstreue des Kaufmanns, was weiß ich auch immer. Und wenn das schmilzt und es ist dabei zu schmelzen, dann steht man ziemlich allein in der Walachei herum. Ich glaube, das Stichwort Vertrauen ist im Endeffekt eigentlich das Ausschlaggebende, weil was wir erleben, ist ja ein Vertrauensverlust. Und zwar zum einen ein Vertrauensverlust in die Politik, die auch schon sich über Jahre aufgebaut hat, die eben in meinen Augen in der Flüchtlingskrise dramatisch dieser Vertrauensverlust produziert wurde und seither eigentlich noch nicht aufgeholt worden ist. Und dieser Vertrauensverlust gleichzeitig Verlust auch in die Medien da ist. Und jetzt haben wir sozusagen schon wieder eine Krise und die Menschen hatten noch gar nicht wieder Vertrauen gefasst oder waren erst zaghaft wieder dabei. Und jetzt haben wir wieder eine Situation, wo wir eben auch hier in diesem Kreis ja uns einig sind, dass wir sagen, bei so vielen widersprüchlichen Nachrichten haben wir Schwierigkeiten, selber auch für uns zu entscheiden, wem glaube ich und wem glaube ich nicht. Und frage ich nicht sofort, welche Interessen hat der jetzt noch hinterher? Und auch dieses Phänomen, vor allen Dingen auch in der Politik, dass ich für einen Fehler halte, dass die Politik keine Fehler eingesteht, sondern dass man immer weitermacht und wenn dann auch nur häppchenweise irgendwie sozusagen Zugeständnisse macht, weil man nicht zugeben will oder kann, dass man einen Fehler gemacht hat. Und ich glaube, dass die Regierung eigentlich an Glaubwürdigkeit gewinnen würde, wenn sie auch ab und zu mal sagen würde, wir haben das vor 2 Wochen entschieden und wir waren uns damals sicher, weil das der Stand der Erkenntnisse war. Heute wissen wir, es war falsch und deswegen machen wir es heute anders. Da würde jeder mitgehen. Wir erleben aber eben eine Regierung,
Regierung, auch mit der, an der Spitze ja auch eine Kanzlerin, die ja bekanntlich keine Fehler macht. Nie. Und nie was falsch macht, deswegen auch nie was korrigieren muss. Ich will aber nur mal daran erinnern an USA. In der New York Times wird also in der jeder, weiß ich nicht, vierten Ausgabe wird gerade der deutsche Weg und Frau Merkel auch als Person, als Vorbild weltweit gepriesen. Die haben ja einen ganz anderen Staatenlenker. Und da ist also Frau Merkel die Lichtgestalt. Und da ist dann sozusagen gar nicht das ganz große Eingeständnis nötig, ja, wir haben am Anfang und so, sondern einfach dieses moderat, sich selbst moderierende, wir fahren auf Sicht und so weiter, das ist ja auch schon, auf Sicht fahren ist ja schon nicht das Eingeständnis eines Fehlers, aber dass Fehler passieren könnten. Und das wird eigentlich außerhalb Deutschlands doch überall, ich habe auch per E-Mail mit Freunden in anderen Ländern immer mal wieder mich abgeglichen, wie geht's euch eigentlich mit Corona, was habt ihr zu erdulden, dass die sind dann zum Teil echt in Brasilien oder also wo es wirklich schlimm ist. Und das muss man bei allem, was wir mit Recht übrigens auch auszusetzen haben, ja, es wäre schön, wenn man mal den einen oder anderen Fehler eingesteht, aber man muss andererseits auch sagen, im Verhältnis zu dem, was andere gerade durchmachen, ist unsere Moderierung des Problems noch recht solid, recht, ich sage, es sollen auch bewusst schwammig sein, recht solide, so kommt es mir vor. Das liegt aber, glaube ich, nicht an der Kanzlerin. Ja, sondern an unserem nicht funktionierenden System, auch Gesundheitssystem und insgesamt an der Struktur unseres Landes. Ja, gebe ich gern zu. Also es ist nicht die eine Person, aber es ist ein Zusammenspiel auch von plötzlichen Gestalten. Ich meine, da nur kurz mal Erinnerung an Söder. Wie hat der sich profiliert durch die Krise? Also egal, wie man es bewertet, aber der hat mit Sicherheit die Krise auch genauso heftig moderiert wie Frau Merkel. Klar, es ist ein Zusammenspiel, aber eigentlich überhaupt, dass es noch dieses Zusammenspiel gibt, finde ich super. Also mir kommt es, also würde ich jetzt in Brasilien sitzen, also ich wäre verzweifelt. Ich sitze lieber in Deutschland in dieser Krise. Das ist natürlich die Frage, meinst du das brasilianische Krankenhaus oder meinst du die brasilianische Gesellschaft und Politik? Ich nehme an, du meinst die Krankenhäuser, da bist du in Deutschland auf alle Fälle besser aufgehoben, da gebe ich dir völlig recht. Deshalb bin ich auch froh, dass ich im Moment nicht in Frankreich bin. Ich kenne die Krankenhaussituation da und vor allen Dingen höre ich durch meine Familie, die da wohnt, Erstaunliches über einen despotischen Staat. Das ist wirklich unfassbar, ja. Gendarmerie mit gezückter Maschinenpistole an jeder Straßenkreuzung, die dich aufhalten, wenn du nicht genau begründen kannst, dass du auch einen Grund hast, unterwegs zu sein. Das auch nur eine Stunde lang. Ich denke, Macron muss den Sommer erreichen und danach kommen die Ferien und dann sind die Franzosen vergesslicher. Dann wird ja, dann ist aber der ganze der Tourismus ist dann aber schon tot. Genau. So, ich greife jetzt zum Schluss einfach das schöne Wort vom Zusammenspiel auf, das Matthias Politiki gerade erwähnt hat in anderem Zusammenhang. Und ich finde es nicht einen Makel, wenn wir uns hier so einig sind in dieser Runde, wie es vielleicht scheint. Es ist, sind wir auch gar nicht. Ja. Wir sind dagegen. Es ist eine facettenreiche Einigkeit, wollte ich sagen, nicht wahr? Als versöhnliches Schlusswort. Vielen Dank, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.